Rund um die Insel ist jetzt Elon Huang im Gespräch mit Eike Schimanski über den Ausbau von Windenergie in Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Taiwan versucht, die erneuerbaren Energien voranzutreiben. Dazu gehört auch der Ausbau der Windenergie, sowohl onshore, das heißt auf Land, als auch offshore, das heißt Windparks im Meer. Ein Unternehmen, das am Ausbau der Windparks in Taiwan involviert ist, ist das deutsche Unternehmen WPD AG. Ich habe mich mit dem Projektmanager Eike Schimanski getroffen, um mehr über die Aktivitäten der WPD AG in Taiwan zu erfahren. Zunächst erklärt Eike Schimanski seine derzeitige Aufgabe. Ich arbeite für das Unternehmen WPD Offshore Solutions, ein Unternehmen der WPD-Gruppe, welches spezialisiert ist auf den Bau und die Realisierung von Offshore-Windparks, also Windenergieanlagen auf dem Meer. Ich bin verantwortlicher Projektleiter für ein Offshore-Wind-Projekt hier in Taiwan und ich bin hier seit 3,5 Jahren tätig und wir befinden uns mitten in der Ausführungsphase, eine spannende Zeit. Können Sie noch ganz kurz einmal die WPD AG vorstellen? Das ist eine deutsche Firma, wie ich. Genau, die WPD ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Bremen. Wir sind tätig in fast allen Bereichen der Windenergie und teilweise auch der Solarenergie. Aber unser Kerngeschäft ist die Windenergie und dort betreuen wir den gesamten Lebenszyklus der Windparks. Das geht also über das Greenfield Development, also die Planung, die ganz frühe Planung von Windparks, über das Genehmigungsverfahren, die Beschaffung, den Bau der Windparks, die Inbetriebnahme bis zum Betrieb. Und der Betrieb geht meist über 20 Jahre oder mehr. Wie lange ist die WPD AG schon in Taiwan tätig? Die WPD ist insgesamt seit den frühen 2000ern tätig, damals noch als Kooperationspartner einer lokalen Firma. Und im Jahr 2016 erfolgte die Akquisition dieses Kooperationspartners und gleich darauf erfolgte auch die Umbenennung in WPD Taiwan Energy. Und seitdem bauen wir das Geschäft der Onshore- und Offshore-Windenergie zunehmend aus und wir investieren viel, unser lokales Team wächst und mittlerweile haben wir die Anzahl der Mitarbeiter fast verdoppelt. Was heißt verdoppelt? Wie viel sind das ungefähr? Wir haben jetzt über 100 Mitarbeiter, taiwanische Mitarbeiter hier in Taipei. Und warum hat sich die WPD AG damals entschieden, in Taiwan tätig zu sein oder hier in Taiwan zu investieren und dann eben auch den lokalen Partner hier zu akquirieren? Taiwan ist ein Land mit ganz hervorragenden Windbedingungen. Also wir haben insbesondere in den Wintermonaten sehr starken und kontinuierlichen Wind. Und daraus lässt sich elektrischer Strom gewinnen. Und Taiwan braucht elektrische Energie. Das sind sehr gute Voraussetzungen. Und dazu gehört noch, dass die politischen Rahmenbedingungen relativ stabil sind und insbesondere seit 2016 auch eine größere Förderung stattfindet. Und da haben Sie sich dann entschieden, nicht nur als Partner zu arbeiten, sondern selbst sich hier niederzulassen sozusagen. Genau, für unseren Gesellschafter gab es die Möglichkeit einzusteigen und den lokalen Kooperationspartner zu übernehmen. Und dadurch, dass die Bedingungen gut erschienen, hat sich unser Gesellschafter dazu entschieden. Ja, also eigentlich die Chance genutzt, kann man so sagen. Und man hat gesehen, dass insbesondere auch in der Offshore-Branche die Entwicklung einfach sehr positiv war in den letzten Jahren. Und das war ein richtiger Schritt. Sie sagen, die Situation in Taiwan sieht ganz positiv aus. Können Sie das noch ein bisschen beschreiben, wie sich das auswirkt? Gibt es gesetzliche Änderungen in den letzten Jahren, die eben Windenergie fördern oder erneuerbare Energie fördern? Oder wie sieht das insgesamt aus? Also ich denke, das, was ausschlaggebend ist oder das, was ausschlaggebend gewesen ist in der Vergangenheit, sind die klare Benennung von politischen Zielen der Regierung und damit einher auch die Basis. Förderung und das hat Voraussetzungen geschaffen dafür, dass der Markt wachsen kann. Und vor dem Jahr 2016 war die Entwicklung eher mühsam und eher langwierig. Und seit 2016, das ist ungefähr der Zeitpunkt, an dem die neue Regierung die Voraussetzungen gebessert hat und die Ziele definiert hat. Und seitdem haben wir eine übergreifende Unterstützung bemerkt eigentlich. Und das macht sich auch besonders bei der übergreifenden Zusammenarbeit verschiedener Behörden bemerkbar und verschiedener Ministerien. Und das vereinfacht den gesamten Prozess erheblich. Und Sie haben ja eben schon ein Projekt angesprochen, an dem Sie persönlich beteiligt sind. Können Sie das ein wenig beschreiben? Worum geht es da genau und wo ist dieses Projekt? Ja, das Projekt heißt Offshore Windpark Yunlin und das liegt im Yunlin County, also etwas im Süden.
Das Projekt hat alle wesentlichen Genehmigungen in den Jahren 2017 und 2018 erwirkt. Und im letzten Jahr hatten wir die erfolgreiche Projektfinanzierung. Das war im Juni letzten Jahres. Und seither befinden wir uns in der Ausführungsphase. Insgesamt hat der Windpark 640 Megawatt. Das bedeutet, das sind 80 Windenergieanlagen, a 8 Megawatt. Jede Anlage hat eine Kapazität von 8 Megawatt, sind also sehr große Anlagen, mit die leistungsstärksten Anlagen, die es gibt zurzeit auf dem Markt. Und wir befinden uns aktuell in der Ausführungsphase. Das bedeutet, weltweit werden unsere Komponenten zurzeit gefertigt, aber zu erheblichem Anteil auch hier in Taiwan. Wir haben Fertigungsstätten in Kaohsiung und in Taichung, aber auch in Mailiao, das liegt im Yunlin County. In rund 2 Monaten starten wir mit der Installation der Windenergieanlagen auf dem Meer. Und innerhalb eines Jahres wollen wir über die Hälfte der Anlagen installieren und in Betrieb nehmen. Und zu dem Zeitpunkt sind wir schon der größte Windpark in Taiwan. Und bei Fertigstellung aller 80 Windenergieanlagen wird das der größte Offshore-Windpark Asiens sein. Und wie läuft die Zusammenarbeit mit den Herstellern hier? Besteht da schon eine lange Erfahrung bei den Herstellern oder wird die erst in den letzten Jahren ausgebaut? Wenn Sie die Hersteller von Komponenten für Offshore-Windenergieanlagen meinen, dort gibt es prinzipiell gar keine Erfahrung hier in Taiwan, weil der Markt einfach gar nicht da war. Und uns ist es aber wichtig, dass wir auch die lokale Industrie mit einbeziehen. Und deswegen haben wir Fundamentfertigung an 2 verschiedenen Standorten und wir lassen auch Türme bauen in Taichung zum Beispiel. Und da ist es natürlich so, dass wir mehr Energie investieren müssen in den Aufbau der lokalen Industrie. Ja, die Erfahrung ist einfach nicht da. Wir müssen intensiver mit den Partnern zusammenarbeiten. Wir müssen intensiver hingucken auch. Und das ist ressourcenintensiver. Und gegebenenfalls dauert die Fertigung auch ein bisschen länger, als wir das auch aus Europa gewohnt sind. Aber langfristig wird sich das hoffentlich auszahlen, denke ich mal, weil man dann eben ein bisschen schneller bei zukünftigen Projekten auf solche Teile zugreifen kann. Ja, grundsätzlich für uns als Entwickler ist es positiv, wenn es verschiedene Akteure am Markt gibt und das Portfolio eigentlich der Beschaffung diversifiziert ist. Mhm. Wir hoffen stark, dass sich unser Engagement hier langfristig auszahlt und sich in Taiwan auch eine Industrie entwickelt. Wie Sie schon gesagt haben, würde dann der Transport der Komponenten, der teilweise aus Europa stattfindet, dann auch wegfallen. Das spart natürlich Kosten. Und theoretisch ist es ja auch denkbar, dass der taiwanische Markt, also die Offshore-Industrie, die sich jetzt entwickelt, dass der taiwanische Markt auch für andere Windparks hier in Asien eine Rolle spielen kann. Das führt mich zur nächsten Frage. Versucht die WPD AG auch von Taiwan aus in anderen Ländern dieser Region an Projekten sich zu beteiligen? Kann man das von hier aus machen? Also ist es so, dass wir uns grundsätzlich alle Märkte auch hier in Asien anschauen, die vielversprechend sind, also dort, wo die Windressource ist und dort, wo die Rahmenbedingungen attraktiv sind, insbesondere die politischen Rahmenbedingungen. Grundsätzlich kann man das von hier aus machen, aber wir denken, insbesondere für die ganz frühe Phase ist immer lokales Know-how erforderlich. Und in allen Ländern in Asien, wo die Bedingungen attraktiv sind, also dort, wo eine Windressource ist und dort, wo die politischen Rahmenbedingungen gegeben sind, dort gucken wir uns die Märkte genau an und gründen gegebenenfalls auch eine lokale Firma. Aber insbesondere, wenn es konkreter wird und wenn die Windparks in die richtige Entwicklung, also in die Frühplanung gehen und auch in den Bau gehen, dann sehe ich schon Potenzial für unseren taiwanischen Standort hier, dort aktiv zu werden und mitzuhelfen. Wir brauchen einerseits lokales Know-how, wir brauchen auf der anderen Seite aber auch Erfahrung. Und unser Team mit über 100 Mitarbeitern hier sammelt die Erfahrungen jetzt gerade und hat die schon in den vergangenen Jahren gesammelt. Und das wird sehr wertvoll sein. Letzte Frage noch. Sie sind jetzt hier an dem Projekt in Taiwan beteiligt. Gibt es unterschiedliche Herangehensweise, wenn man jetzt in Deutschland an ein Projekt herangeht oder wenn man jetzt hier in Taiwan an ein Projekt herangeht? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Also ich glaube, die Aufgaben, die erledigt werden müssen in der Entwicklung, sind ja die gleichen. Aber ich glaube, die Herangehensweise, wie Sie schon sagen, ist tatsächlich eine andere. Aus meiner eigenen Erfahrung bemerke ich, dass die Arbeitsweise hier in Taiwan deutlich hierarchieorientierter ist. Das bemerken wir in der internen Zusammenarbeit, aber auch in der externen.
Zum Beispiel ist der Dialog mit Behörden oder mit großen taiwanischen Unternehmen insbesondere auch davon geprägt. Auf der anderen Seite bemerken wir aber auch durch die taiwanische Arbeitsweise, die oftmals auch überraschend pragmatisch ist, dass manchmal auch schnell Lösungen gefunden werden. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Kombination und interessant auch zu beobachten. Dann bedanke ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg für die Beendigung dieses Projektes. Ja, vielen herzlichen Dank. Soweit Eike Schimanski, Projektmanager Offshore in der taiwanischen Niederlassung des Unternehmens WPD AG. Damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute von der